Ich glaube, ich gucke mir noch mal alles an, was ich hier so habe. Die Flasche. Der Korken steckt jetzt wieder fest auf der Flasche. Ja? In diesem Glas, das ich im Putzschrank gefunden habe, befindet sich Salzsäure. Wie man wissen sollte, kann man das Zeug nämlich unter anderem... Ja, das hatten wir schon. Der klassische Wischmopp. Das hatten wir auch schon. Ein leeres Kristallglas. Okay, da wir die Salzsäure nicht hier reinfüllen können und auch nicht da rein, können wir damit eventuell das Schloss aufkriegen? Die Säure ätzt das Schloss auf. Ah, das ist ja super. Drei Stunden habe ich die verbliebenen Exponate jetzt durchsucht, aber die Karte des Pirireis ist nicht dabei. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, werte Kollegin, die meisten Ihrer Forschungsobjekte wurden bereits letzte Woche auf die Wewelsburg gebracht. Ein unglaublicher Affront, mich während meiner Abwesenheit aus dem Labor werfen zu lassen. Das werden Sie bereuen, Schauberger. Bitte bewahren Sie Haltung, Frau Gräfin. Ich hatte mit dieser Entscheidung überhaupt nichts zu tun. Meinen neuen Antrieb könnte ich auch in jeder anderen Forschungseinrichtung weiterentwickeln. Ehrlich gesagt war ich von der Verlegung meiner Apparaturen in ein Labor mitten in der Stadt auch nicht gerade begeistert. Es ist absolut inakzeptabel, dass ich über den Umzug nicht informiert wurde. Wer hat das angeordnet? Der Befehl kam von ganz oben, wie ich gehört habe, vom Minister persönlich. Vom Minister? Überrascht Sie das? Mir ist zu Ohren gekommen, dass einige Ihrer sogenannten Ordensbrüder erheblichen Einfluss auf den Minister gewonnen und ihn zum Umzug Ihrer Forschungseinrichtung auf die Wewelsburg überredet haben. Sie sollten wissen, dass ich dem Thule-Orden mitnichten angehöre. Er bezahlt mich lediglich für meine wissenschaftlichen Expertisen. Wie auch immer. Jedenfalls war Ihren Esoterik-Freunden dieses Museum offensichtlich keine angemessene Umgebung mehr für Ihren Club. Deshalb trugen Sie dem Minister die Idee von dieser Ordensburg nahe Paderborn zu. Der war davon so angetan, dass alles plötzlich ganz schnell gehen musste. Man hat also Ihre Exponate und Unterlagen zusammengepackt und auf die Wewelsburg gebracht. Meine Mitarbeiter und ich mussten im Gegenzug vom beschaulichen Brandenburger Land hierher in die Stadt umziehen, damit das Wehrkommando unsere Forschungen besser überwachen kann. Wie bedauerlich. Aber Sie müssen meine Empörung verstehen. Eins der Exponate, die Karte des Pirireis, ist überaus bedeutend für meine aktuellen Forschungen. Ich fahre ins Ministerium, um den Sachverhalt persönlich zu klären. Danach werde ich unverzüglich nach Paderborn zur Wewelsburg aufbrechen. Sturmbannführer! Jawohl, Frau Gräfin! Verwahren Sie diese Tasche, bis ich aus dem Ministerium zurück bin. Der Inhalt ist extrem wertvoll. Beschützen Sie ihn also, falls nötig, mit Ihrem Leben. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Frau Gräfin! Oha! Und da ist wahrscheinlich das Drachenauge drin. Also, in der Tasche befindet sich hundertprozentig das Drachenauge. Ja. Die Karte des Pirireis hingegen ist wohl nicht mehr hier in Berlin, sondern auf einer Burg in der Nähe von Paderborn. Gräfin von Hagenhielt ist weg. Wir können jetzt unseren Testlauf durchführen. Okay, was machen die da? Ist ja krass. Alle Anzeigen sind überprüft und im grünen Bereich. Lassen Sie uns beginnen. Ziehen Sie den Hebel langsam nach oben und stellen Sie ihn auf das niedrigste Energieniveau ein. Wir wollen doch nicht, dass uns hier alles um die Ohren fliegt. Gut. Ich aktiviere jetzt einen Antriebsimpuls. Halten Sie sich besser gut fest. Uh-oh. Soweit so gut. Deaktivieren Sie die Energiezufuhr wieder. Ausgezeichnet. Mein lieber Freund, bald werden wir mit unseren neuen Fluggeräten Geschichte schreiben. Lassen Sie uns jetzt die Leitungen kontrollieren. Jedes noch so kleine Leck könnte uns beim nächsten Versuch alles ruinieren. Ja, schön, zischt mal ab, damit wir uns hier umgucken können. Mann, Mann, Mann. Jetzt haben die Nazis also so Forscher... Eine günstige Gelegenheit, meine Deckung zu verlassen. Die Wissenschaftler sind beschäftigt und der Soldat hat sich in den kleinen Raum begeben. Ja, also die Nazis haben Forscher beauftragt,
die hier, ja, Gott weiß was machen, Turbine. Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, handelt es sich bei dieser Maschine um einen Antrieb für Fluggeräte. Der Wissenschaftler entwickelt ihn im Auftrag des Wehrkommandos. Bei der Vorstellung, dass die Nazis irgendwann über Flugzeuge mit so einem Antrieb verfügen, wird mir Angst und Bange. Aber das ist ein anderer Kriegsschauplatz. Ich muss Gräfin von Hagenheld aufhalten und ihr das Drachenauge nebst der Karte des Piri-Rees abjagen. Das werden wir natürlich tun. Ich komme da nicht ran. Das war mir klar. Auf dieser Konsole ist ein Hebel, mit dem man die Energiezufuhr der Turbine regelt. Ich komme nicht ran. Ach, tatsächlich? Auf dieser kleineren Konsole befindet sich neben einigen Anzeigen auch ein roter Knopf, mit dem man nach dem Regeln der Energiezufuhr die Turbine starten kann. Ah, okay. Müssen wir die starten, während die beiden da beschäftigt sind? Die Konsole ist viel zu weit entfernt. Ach, tatsächlich, Mensch. Okay. Schaubergers Assistent. Schaubergers Assistent scheint ein sehr schweigsamer Zeitgenosse zu sein. Ich hätte das ja viel witziger gefunden, wenn er Schlauberger hieß. Keine Ahnung, wie ich ihn oder die anderen da unten außer Gefecht setzen soll. Hieß, heißen, würde, keine Ahnung. Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, dann heißt dieser Kerl Schauberger und ist Wissenschaftler. Ja. Er entwickelt im Auftrag des deutschen Wehrkommandos moderne Antriebsaggregate. Ja. Keinen Schimmer, wie ich ihn oder die anderen da unten loswerden könnte. Das kriegen wir schon hin. Große Tür. Diese Tür führt wahrscheinlich nach draußen. Selbst wenn ich sie erreichen könnte, werde ich nicht ohne das Drachenauge von hier verschwinden. Das Wappen können wir uns nicht angucken? In dem Büro dort hat die Gräfin das Drachenauge zurückgelassen. Das ist jetzt die beste und womöglich auch die einzige Gelegenheit, es zurückzubekommen. Zuvor muss ich allerdings die Wache ausschalten. Außerdem sind mir noch die zwei Wissenschaftler im Weg. Zeit für etwas Kopfarbeit. Ja, gleich fänden. Solange sich die beiden Wissenschaftler und der Soldat da unten aufhalten. Okay. Gut, das war hier erstmal alles. Roter Kasten. Ein roter Kasten aus Metall. Potzblitz, der Griff war lose und ist abgebrochen. Huch. Na dann? Der Kasten lässt sich ohne Griff nicht öffnen. Ein roter Okay. Ah. Ich könnte mir denken, dass wir den Korken irgendwie rauskriegen müssen. Also wahrscheinlich die Flasche schütteln. Kann er das einfach so machen? Die Flasche schütteln, dass der Korken auf den roten Knopf fliegt. Genau. Aber dazu müssen wir erst die Konsole betätigen, oder? Wenn ich die Champagnerflasche kräftig schüttle und dann gut ziele, könnte ich den roten Knopf dort unten treffen. Geübt ist schließlich geübt. Aber ich muss erst die Energiezufuhr einschalten, bevor ich die Turbine aktivieren kann. Genau, und vielleicht kommen wir da mit dem Wischmopp ran. Der Stiel des Wischmopps ist zwar lang genug, aber damit kann ich den Hebel nicht nach oben ziehen. Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Da ich den Spielstand geladen habe, ich habe zwischendurch mal eben gespeichert, weil das immer so lange dauert, schneide ich das meistens raus. Ich habe doch den Schal mitgenommen. Weil den hätte ich jetzt wahrscheinlich gebrauchen können. Wo ist der Schal? Hä? Ich habe doch einen Schal mitgenommen. Das ist ja jetzt komisch. Ich nehme nur den Schal an mich. Sein Besitzer wird ihn jetzt im Sommer entbehren können, denke ich. Nee, ich habe den Schal gar nicht mitgenommen. Er wollte ihn mitnehmen, aber konnte nicht. Ja, ist auch egal. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir müssen ja irgendwie den Haken befestigen. Das geht gar nicht. Das geht nicht? Das geht nicht? Ich hatte jetzt... Das ist ja doof. Jetzt habe ich gedacht, ich hab's hier voll raus. Was ist das? Geländer, ah. Das Geländer macht einen stabilen Eindruck. Ich kletter da besser nicht drüber. Dort unten würden mich die Wissenschaftler und der Soldat sicher bemerken. Ja, mit Sicherheit. So. Schal, Geländer, geht nicht. Wischmopp, Geländer, geht nicht.
Jetzt bin ich komplett überfragt. Also, der Wischmopp. Der Stiel des Wischmopps ist zwar lang... Er kann den Hebel nicht nach oben ziehen, das heißt, er braucht irgendwas... Die Lösung liegt wahrscheinlich auf der Hand und ich komme wieder nicht drauf. Moment. Das Glas mit allem ausprobieren, den Wischmopp mit allem ausprobieren, die Flasche mit allem ausprobieren. Ja, Haben wir noch was vergessen irgendwo? Geländer. Also, das ist klar. Was das Glas soll, weiß ich nicht wirklich. Und die Idee hier fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Das verwirrt mich jetzt doch ein bisschen. Weißer Schal, Geländer, roter Kasten, Konsole. Nee, Champagnerflasche auf keinen Fall. Damit erreiche ich die kleine Konsole nicht. Ja, das war klar. Der Stiel des Wischmops ist zwar lang genug. Der klassische Wischmopp. Okay. Ein guter Meter feinste Kaschmirwolle. Ein dünner Griff aus Metall. Ein leeres Kristall. Mussten wir das vielleicht alles angucken? Nee. Ey, das kann doch jetzt nicht sein. Haben wir was vergessen? Aber er hat ja auch oben gesagt, dass er nicht mehr ins Foyer will, Geländer. Ich kletter da besser nicht. Das ist ja alles ein Geländer. Das ist ja egal wahrscheinlich an welcher Stelle. Wir das ausprobieren. Lampe, Das verwirrt mich. Also, mit den Bildern ist auch nichts mehr. Die Party jetzt schon verlassen? Ja. Ich lasse die Absperrung auf. Ja. Ja, aber sonst ist hier nichts mehr. Okay, vielleicht bin ich gerade echt zu blöd. Fenton hat erfahren, dass sich die Karte des Perirees nicht mehr im Museum, sondern auf der Wewelsburg nahe Paderborn befindet. Allerdings ist das Drachenauge zum Greifen nahe. Zwischen dem begehrten Stein und Fenton stehen nur zwei Wissenschaftler und ein Wachsoldat. Ja, also die beiden lenken wir auf jeden Fall ab, denke ich mir. Ja, klar, wir müssen die große Konsole betätigen, damit die Energie hier wieder reinströmt. Dann den Knopf drücken. Das kann nicht wahr sein. Metallgriff. Wischmopp. Kann man den Hebel vielleicht extra noch angucken? Nee. Große Konsole, kleine Konsole. Turbine. Wenn ich das vorhin richtig verstanden, bei der Vorstellung, dass die Nazis... Aber das ist ein anderer... Ich komme da nicht ran. Irgendwie... Der Stiel des Wischmops ist zwar lang genug, aber... Ja. Ich habe gerade keinen Plan. Echt nicht. Roter Kasten. Ein roter Kasten aus Metall. Ja, aber... Der Kasten lässt... Den konnte ich doch vorhin auch nicht auswählen. Roter Kasten, nein. Mit dem Hebel. Das lasse ich im Moment besser bleiben. Jedes verdächtige Geräusch könnte die Wachen alarmieren. Okay, also den Hebel nicht dran. Die Champagnerflasche auch nicht. Die ist für die Konsole. Den Wischmopp? Auch nicht. Ja, dann das Glas. Das Glas auch nicht. Irgendwie verwirrt's mich. Irgendwie verwirrt mich das ganz schön. Außerdem ist die Musik gerade laut. Ach, der Schaukasten. Der Schaukasten. Moment. Nee.
Ach. Ich schieb den Griff zwischen Deckel und Untergestell des Schaukastens. Dann ein kurzer Ruck und... Sesam, öffne dich. Ah, aber darin sind doch auch nur irgendwelche Karten. Ich brauch mir mal einen Haken der Kletterausrüstung. Ach so. Die Kamera ist bei näherer Betrachtung nur noch Schrott. Und auf die Wollsocken von Ernst Schäfer bin ich auch nicht besonders scharf. Ach so, ein Haken. Ja dann, es geht auch nicht. Einen Versuch ist es wert. Vielleicht eröffnet mir das ja völlig neue Verwendungsmöglichkeiten, wenn ich den Kletterhaken an den Schal binde. Genau, und das binden wir dann mit dem Wischmopp zusammen. Ich binde den Haken mit dem Schal am Stiel des Mops fest. Am Stiel des Mops, okay. Ja, das sollte doch jetzt funktionieren, oder? Ich habe den Kletterhaken mit dem Schal an den langen Stiel des Wischmops gebunden. Na, dann hoffen wir mal das Beste. Hallo? Wenn ich vorsichtig bin, müsste ich damit den Hebel unbemerkt nach oben bewegen können. Ja, aber wirklich unbemerkt, bitte. Die beiden merken so gar nichts. Na komm. Jetzt wird's gleich wieder laut. Schön gemacht, Fenton. Eine Portion maximale Energie, bitte. Ja,